Auf der größten Insel der Florida Keys, dem Big Pine Key, findet sich am Ende der staubigen Straße zur Nachbarinsel No Name Key ein einsamer Pub. Drinnen ist ordentlich was los. Auffällig sind die zahllosen Dollarnoten, die die Gäste an Decke und Wände geheftet haben. Warum das so ist, wissen wir nicht. Es wäre aber mal interessant, das zu erfahren. Wenn das Kleingeld schon so locker sitzt, gibt es in der Gegend auch die Möglichkeit, es sinnvoll anzulegen. Nur ein paar hundert Meter weiter, in diesem kleinen Yachthafen, werden Kajaktouren in die Mangroven angeboten. Unter sachkundiger Führung geht es für zwei und mehr Stunden hinaus. In das grüne Mangrovendickicht führen schmale Wasserwege, die eine bizarre Welt eröffnen. An manchen Stellen sind die Kanäle so schmal, dass man die Paddel sogar zur Seite legen muss. Eine sportliche Tour in jeder Hinsicht. Uns hat sie großen Spaß gemacht.